Falls du jetzt sofort mehrere Millionen Dollar in GTA 5 online haben willst, dann schau bei JG Gaming vorbei. Dort kann sich jeder von euch direkt raussuchen, wie viel Millionen Dollar er sofort auf seinem Konto in GTA haben will. Das Allerbeste, mit dem Code VENOM10 kriegst du 10% Rabatt auf alles. Also wenn du jetzt sofort richtig reich werden willst, erster Link unter diesem Video in der Beschreibung, benutze den Code VENOM10. Heute, also am Montag, soll es eine GTA 6 Ankündigung geben. Darum geht es hier in diesem Video. Damit, moin Leute, Venom Amsterdam back, herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Ja, anscheinend kriegen wir heute von Rockstar Games eine offizielle Ankündigung zu GTA 6. Darum geht's gleich. Falls du neu bist, gerne ein Abo da lassen. Natürlich die Glocke aktivieren. Eine Bewertung wäre sehr, sehr nice. In dem Sinne, let's go rein ins Video. Immer wird noch ganz kurz eine Person gegrüßt. Und zwar geht ein Gruß raus an Max Gernot, er hat geschrieben, machst die besten GTA-Videos, also Max, danke dir für den Kommentar, Gruß geht raus an dich. Ja Freunde, die ganze Welt oder die ganze Gamer-Welt spricht aktuell über GTA 6 und über den heutigen Tag, denn anscheinend soll heute was kommen. Ich blende euch mal ganz kurz eben ein Foto ein, das könnt ihr jetzt links oben sehen. Ja Freunde, das sieht heftig aus, ist nämlich ein Tweet von Rockstar Games, in dem steht GTA 6 Announcement on Monday, 16. Mai. Das ist eben genau der Tag heute. Hinten dran steht 100% real, no meme, also ernst gemeint und auch kein Meme. Und das verbreitet sich eben aktuell im Internet und ja Freunde, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Rockstar Games auskennt, der wird direkt auf den ersten Blick sehen, dass das absoluter Schwachsinn ist. Das sieht zwar real aus, aber ist einfach gefotoshoppt und das ist auch nicht schwer zu machen, also Photoshop ist heutzutage so einfach. Außerdem kann jeder einfach auf den offiziellen Twitter-Account von Rockstar Games gehen und dann werdet ihr sehen, dieser Tweet, dieser Post, der existiert nicht. Der ist, wie gesagt, einfach von irgendjemandem selber erstellt worden und Rockstar Games würde auch so gar nicht schreiben. Also hier von wegen 100% real und no meme, das ist eine Sprache, die eine offizielle Firma wie Rockstar Games niemals benutzen würde. Deswegen, Freunde, macht euch bitte jetzt keine Hoffnung, dass heute irgendwas kommt, da wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nichts kommen. Weder irgendwie ein Post noch irgendwelche Ankündigungen, Leaks, Trailer oder sonst irgendwas. Das macht keinen Sinn. Also das ist wie gesagt fake und von irgendeiner Person erstellt, die einfach Aufmerksamkeit haben wollte. In dem Sinne gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen. Deine Meinung dazu gerne hier in die Kommentare zum Thema GTA 6. Kannst du mir gerne reinschreiben. Wann denkst du, kommt das Spiel raus? Ich schätze so circa in 1 bis 1,5 Jahren. In dem Sinne, wenn es dir gefallen hat, eine Bewertung da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Ich bin raus, dir einen schönen Montag, gute Woche. Ciao, ciao.